Mit einer Solar-Powerstation könnt ihr eure akkubetriebenen Elektrogeräte aufladen, wenn weit und breit keine Steckdose zur Verfügung steht. So könnt ihr euren Laptop auch beim Campen nutzen. Die tragbaren Geräte sind nicht nur flexibel positionierbar, sondern bieten laut Online-Tests auch hohe Stromfrequenzen an. Damit könnt ihr eure Elektroartikel binnen weniger Stunden wieder aufladen. Hi und willkommen auf unserem Kanal. Wir zeigen heute drei Top-Powerstations mit Solarpanelen. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Smartphone, Tablet, Laptop, Boombox, aber auch Campingleuchte, Kompressor, Kühlbox oder diverse Elektrowerkzeuge. Nicht nur zu Hause, auch unterwegs sind wir auf die Versorgung mit elektrischer Energie angewiesen. Eine Powerbank ist vielfach zu klein, ein Notstromaggregat ist laut, es stinkt und verströmt giftiges Kohlenmonoxid. Sogenannte Powerstations oder Solargeneratoren sind da eine saubere Alternative, um Geräte abseits der Stromnetze mit Energie zu versorgen. Autark und Notstrom auch bei Stromausfall. Powerstations laden per Steckdose oder Solar und stellen Strom unabhängig vom Netz zur Verfügung, unterwegs und zu Hause. Mobile Solargeneratoren mit internem Akku können nicht nur USB-Gadgets aufladen, auch 12-Volt-Verbraucher und Geräte mit klassischem 230-Volt-Stecker lassen sich so unterwegs mit Strom versorgen. Für eine möglichst hohe Flexibilität ist das Laden der Powerstations sowohl per Netzteil als auch per Sonnenenergie möglich. Zusammen mit einem Photovoltaikpanel ist so eine autarke Stromversorgung fernab des Stromnetzes möglich. Neben dem Design und der Akkukapazität unterscheiden sich die getesteten Modelle hauptsächlich bei den Ladezeiten, der Lautstärke und maximalen Leistung. Falls euch das Video jetzt schon gefällt, lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keinen unserer kommenden Vergleiche verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst auch nicht, auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Jetzt kommen wir zu unserem Ranking. Wir starten mit dem Vergleichssieger und einem Gesamtergebnis von 5 von 5 Sternen. Der Jackery Explorer 1000 Power Station. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 1800 Euro. Die Jackery Explorer 1000 Power Station wirkt nicht nur solide und hochwertig, sie ist es auch. Die angegebenen 1000 Wattstunden konnte sie im Test unter Beweis stellen und ist dabei in der Lage, Geräte mit bis zu 1000 Watt zu versorgen. Auch Werkzeuge, die einen hohen Anlaufstrom benötigen, können bedenkenlos betrieben werden. Bis zu 15 Sekunden sind sogar Leistung bis 2000 Watt möglich, ehe die Sicherheitseinrichtung die Stromzufuhr unterbricht. Laden lässt sich die Jackery Explorer per mitgeliefertem Netzteil, KFC-Adapter oder Solarmodul. Das integrierte Batteriemanagementsystem schützt dabei vor Überhitzung, Überladung oder Kurzschluss. Dank reichhaltiger Anschlussmöglichkeiten, Kfz, USB-A, C, 230-Volt-Steckdose lassen sich viele unterschiedliche Geräte einzeln und auch zusammen betreiben. Gleich- und Wechselspannungsanschlüsse können dabei getrennt aktiviert und deaktiviert werden. Das beleuchtete Display ist klar zu lesen und informiert deutlich über den Akkuladezustand. Ebenso lässt sich ablesen, welche Leistung gerade verbraucht oder mit welcher Leistung der Akku geladen wird. Die optional erhältlichen Solarmodule Solar Saga 100 bieten unter optimalen Bedingungen eine Ladeleistung von 100 Watt. Werden zwei kombiniert, der Adapter liegt bei, lässt sich die Powerstation Explorer 1000 in etwa 8 Stunden vollständig aufladen. Die Kombination aus der Jackery Explorer 1000 Powerstation und zwei Solarpanelen Jackery Solar Saga ist nicht gerade günstig, im Vergleich zur Konkurrenz aber auch nicht zu teuer. Das Zusammenspiel der Komponenten harmoniert und die versprochenen Kennzahlen des Herstellers konnten zweifelsfrei bestätigt werden. Einzig die Kühlung bei höherer Leistungsabnahme könnte etwas leiser sein. Weiter geht es mit dem Preistipp. Die Blue Eti EB70. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 1000 Euro. Das Blue Eti EB70 ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen kompakten, wirklich tragbaren Solargenerator suchen. Es ist nicht für jeden geeignet. Wenn ihr 2000 Watt benötigt, braucht ihr etwas Größeres und weniger Mobiles. Aber in Anbetracht der Größe liefert das EB70 eine absurde Menge an Leistung. Und als ob das nicht schon genug wäre, gibt es auch noch jede Menge Ladeanschlüsse und sogar kabelloses Laden.
Der einklappbare Griff, das helle LCD-Display und die robuste Garantie machen das Gerät zu einem wertvollen Paket. Die Blue Eti EB70 Portable Power Station wurde entwickelt, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Tragbarkeit zu bieten, und das können wir definitiv bestätigen. Obwohl die 700 Watt Batterie die Anschlussmöglichkeiten einschränkt, passen die meisten netzunabhängigen Geräte und Notstromaggregate genau hinein. Wer eine Solar Power Station mit mehr Kapazität möchte, dem empfehlen wir den Blue Eti AC200 Max. Die beiden 100 Watt USB-C Anschlüsse sind heutzutage definitiv ein Muss, da immer mehr Laptops USB-C Strom zum Aufladen akzeptieren. Obwohl Blue Eti versucht hat, auf der Seite der Sicherheit zu irren, kann das Lüftergeräusch des Ladegeräts, selbst wenn es nur eingesteckt ist, wirklich unter die Haut gehen. Glücklicherweise handelt es sich dabei um einen kleinen Makel, der die Blue Eti EB70 Portable Power Station zu einem wertvollen Teil eures Hauses oder eurer Reisen macht. Wir haben euch übrigens alle vorgestellten Power Stations für noch mehr Details unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt kommen wir zu unserem Highlight, der Uber Solargenerator Power Station. Zum Zeitpunkt des Tests lag der Preis bei rund 700 Euro. Die P470 von Uber verfügt über einen 470 Wattstunden Energiespeicher und unterstützt Geräte mit einer Leistung bis zu 300 Watt. In der Spitze sogar 500 Watt. Das Gewicht des Gerätes beträgt nur 5,3 Kilogramm und kann damit auch auf kurzen Strecken gut transportiert werden. Die Powerstation ist 28 x 16 x 21 cm groß. Der Solargenerator kann gleichzeitig über mehrere Anschlüsse inklusive 230 Volt AC-Steckdose, USB-C PD 60 Watt und USB-A mit Quick Charge 3.0 Technologie Geräte mit Strom versorgen, die das schnelle Aufladen ermöglichen. Das moderne Design mit der strapazierfähigen Aluminium-Polycarbonatschale macht diese Powerstation zu einem robusten und gleichzeitig stylischen Hingucker. Der 4,7 Zoll große LCD-Bildschirm zeigt die verbleibende Batterieleistung sowie Eingangs- und Ausgangsleistung an. Aufgeladen wird das Gerät ganz einfach mit dem AC-Netzteil am USB-C-Anschluss über den 12-Volt-Anschluss im Auto oder am besten mit einem Solarmodul. In unserem Paket werden alle dafür nötigen Kabel mitgeliefert. Unser Fazit: Natürlich hat jedes Produkt seine eigenen Stärken und Schwächen, sodass jeder für sich selbst entscheiden sollte, was zu einem selbst und natürlich dem eigenen Geldbeutel passt. Dafür haben wir euch alle Produkte in der Videobeschreibung für noch mehr Details verlinkt. Habt ihr euch schon entschieden oder gar schon eins der Produkte zu Hause? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns mitteilt, welches Gerät ihr bevorzugt und vor allem auch warum. Ich hoffe, dass wir euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnten. Und wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.